Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Survival Instinct. Beim letzten Mal haben wir die Stadt Fontana erreicht, wo wir gerade in einer Küche eingeschlossen sind. Da haben wir unter anderem die gute Anna kennengelernt. Die erzählte uns, dass sie mit einer Gruppe hier in der Stadt wäre, aber einige von ihren Kameraden schon getötet wurde und dass da draußen irgendwo ein verrückter Sniper ist, der wie wild um sich schießt, unter anderem auch ihren Kumpel Noah hier verletzt hat. Und sie hat auch erzählt, dass sie noch eine Freundin im Kino sich verschanzt hat. Da ist unser optionales Ziel, diese zu retten. Und das Hauptziel besagt, dass wir sowieso durch das Kino müssen, um die Herde zu meiden. Denn unser Hauptziel ist ja immer noch, unseren Bruder Mörder zu finden. Deswegen, wir müssen ja so oder so Richtung Kino. Und wir müssen ja nebenbei, müssen wir nicht, aber könnten nebenbei immer noch einen Schlüssel für ein neues Fahrzeug finden. Mal gucken, wo wir das vielleicht noch finden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da erstmal drei Walker. Die möchte ich nach Möglichkeit beseitigen. Wir haben ja viel Munition, deswegen werde ich die mal eben erledigen. Da sieht so schön, weil ich da gerade zwei auf einmal weggeballert. Krass. Double Headshot. Not bad. War natürlich geplant von mir. So, dann können wir, glaube ich, jetzt mal hier wieder rausgehen. Hier dürfte sich keiner mehr befinden. Aber die Straßen sind voll mit den Walkern oder Beißern. So, jetzt müssen wir herausfinden, wo das Kino ist. Am besten immer den Kompass nach. Ach, direkt gegenüber. So, mal eben gucken, wie das draußen so aussieht. Laufen wir mal von dieser Seite hier rein. Ich denke mal, hinter mir steht einer, ey. Da sind ziemlich viele. Da kann ich jetzt nicht mit dem Gewehr. Ist das ein Hintereingang? Du stehst doch sicherlich auf, oder? Oder auch nicht. Boah, hier ist wirklich alles voll. Wenn ich hier mit dem Gewehr schießen würde, wow. Das würde alle Beißer anlocken. Also das können wir auf jeden Fall vergessen. Da müssen wir ein bisschen Sneaky-Taktik anwenden. Ja, und wir können durch die Hintertür. Wunderbar. Suchen Sie im Kino nach Mia. Das sind zwei Stück, das kriegen wir wohl hin. Arsch. Hab dich doch erwischt. Mann. So. Gucken wir mal. Hier ist versperrt. Dann müssen wir hier wohl entlang. Dann suchen wir erstmal nach dieser Mia. Denn die Anna hat uns angeboten, wenn wir sie finden, ein bisschen Munition uns zu geben. Und die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Na, du bist mal interessant gestorben. Im Stehen. Hier können wir auch mal gerne wieder die Taschenlampe anschalten. Ach, gehen wir doch erstmal ins Kino 5 und schauen uns einen Film an. Oder auch nicht. Schade. Bin gespannt. Vielleicht läuft er ja The Walking Dead. Der Film. Das fehlt natürlich noch. Aber wird bestimmt irgendwann auch nochmal kommen, oder? Das wäre sehr cool. Wow. Und da stand einer direkt hinter der Tür. Na, willst du kommen? Oder hast du es dir doch nicht anders überlegt? Und was mir jetzt gerade auffällt, die Geschwindigkeit der Walker ist ebenfalls unterschiedlich. Der hier war nämlich etwas schneller als der hier. Wow. Und der hat uns dafür ganz schön Damage gemacht. Und wir müssen die nächste Ration verschwenden, meine Herren. Es geht ziemlich schnell hier. Muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, ich werde jedes Mal, wenn wir eine neue Stadt oder ein neues Gebiet betreten. Mia! Schreck mich doch nicht so. Jedes Mal, wenn wir eine neue Stadt oder ein neues Gebiet betreten, jemanden auf Nahrungssuche schicken. Wer will Coffee? Oder Ice Cream ist das? Ice Cream, ja. Wenn jetzt Sommer wäre. Und immer wieder die gleichen Taschenrechner. Scheint ein einheitliches Modell in dieser Stadt hier zu sein. So, gucken wir erstmal nach Mia. Da ist der Haupteingang anscheinend gewesen. So, was haben wir denn hier? Wer steht vor mir? Mia? Wie kommt er jetzt auf den Scout? Der sieht aus wie der Scout. Den Hammer können wir mal mitnehmen. Was ist das? Nicht viel drin.
Also gar nichts, oder was? Haben wir irgendwas bekommen? Ne, ich glaube nicht. Treibstoff hat mir vorher 10, keine Ahnung. Scheint nichts drin gewesen zu sein. Schade, schade. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Und was mich immer noch irritiert, ist der Kompass. Ich weiß nicht, ob er Richtung Hauptmission oder Richtung Nebenmission zeigt. Was haben wir da? Da haben wir doch eine Blendgranate, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Ich glaube, das können wir später noch sehr gut gebrauchen, wenn wir wieder zurück auf der Straße sind. Durch den Haupteingang werden wir jetzt mal nicht gehen. Ist da hinten ein Walker? Ja. Ach nee, du bist mir, oder? Nein, schieß nicht. Ganz ruhig. Mia, bleib stehen. Ich denke mal, dass jetzt hier keine Walker uns erwarten, sonst hätten die... Hätte Mia die auch schon angelockt. Ist hier noch irgendwas? Filmrollen können wir doch mitnehmen. Können wir uns einen schönen Filmabend zu Hause machen? Oh, war ich hier schreck. I ain't the asshole you worried about. Who are you then? I'm a different one. See? Not me. The scout asked me to come look in on you. You know Scout? She sent you? Yeah, she's across the street, in that diner. Oh, thank God. I thought the shooter... Every time I put my head out, he's all over me. I lost all my gear, so I'm pretty much trapped. The theater's locked up tight since they started loading corpses in there. Exit's blocked, and there's a bunch of them. There's a half ladder down. Clear the way, and I can get out and back to Scout. Let's do it. Gotta get over to the police station, get my brother anyway. The police station? But that's where that killer is set up. You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions. Ich hab grad irgendwie so einen Verdacht. Nicht, dass Müll der verrückte Schütze da auf einmal ist. So, und jetzt müssen wir irgendwas mit der Leiter machen. Mal wieder falsches Menü. Scouts Freundin finden. Berichten Sie Scout, dass Mia in Sicherheit ist. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück ins Diner, oder was? Oder wer ist überhaupt Scout? Ich bin verwirrt, Leute. Haben wir hier noch was? Oh, Gewehrmunition. Die nehmen wir natürlich mit. Haben wir hier noch was? Schraubenschlüssel. Ein normaler Schlüssel für das Auto wäre mir lieber. So, und hier können wir die Leiter benutzen, oder was? Achso, na, möchte ich noch nicht. Denn da ist noch ein Nebenraum, der bestimmt gesperrt ist. Alles ist klar. So, wo sind wir denn? Ach, jetzt sind wir hier im... Kinosaal, kann ich mich bitte noch vielleicht eben umschauen, bevor ich da runtergehe? Natürlich nicht. Oh. Wow. Und wieder hoch. Bitte wieder hoch! Wieso konnte ich da nicht hoch? Na, wie geht's euch, Kumpels? Alter, was war das denn jetzt? Wieso konnte ich die Leiter gerade nicht hoch? Ich kann die... leider nicht mehr benutzen. Na wunderbar. Das heißt, schnell eine Versorgungsration reinziehen. Und wieder aufs Rohr gewechselt. Aber hier könnte ich doch eigentlich... Wie viele sind denn hier noch? Da kann ich irgendwas verschieben. Ja, wo kommt der denn her? Also Leute, ich bitte euch, die spawnen auf jeden Fall irgendwo zufällig her. Meine Fresse. So, noch irgendwo einer. So, an dich können wir uns nicht mehr anschleichen, weil du uns auch schon bemerkt hast. Na, kommst du irgendwie an den Tischen vorbei? Ne, doch, irgendwie schaffst du das doch. So, und bei. So, noch irgendjemand, irgendwas hier? Da eins auf die Mütze will, natürlich. Und es bleibt dabei, hier sind wirklich ziemlich viele Frauen in der Stadt. Würde mich nicht wundern, wenn... der Schütze auch eine sie wäre. Aber ich gehe schon fast davon aus, dass das Mörl ist. So, wie ich ihn einschätze. Aus der TV-Serie. So, steht hier noch jemand auf. Ach, Leute. Beseitigen Sie die Trümmer, damit der Ausgang des Kinos frei ist. Machen wir gleich. Ich hoffe, ich überlebe so lange auch noch. So, ich glaube, jetzt ist erstmal clean. So, und wie kann ich das beseitigen? Draufhauen oder was? Ah, jetzt kann ich schieben. Finden Sie einen anderen Weg an der Herde vorbei. Na toll.
Sorry, dass ich mich mal wieder räusperlos. So, steht da schon zufällig einer an der Ecke. Finden Sie einen anderen Weg an der Herde vorbei? Ja. So, was ist denn jetzt unser Ziel? Und wieder verwechsel ich die Start mit der Select-Taste. Eigentlich würde ich jetzt erstmal gerne wieder Scout finden. Oder war Anna diese Scout? Muss ja, oder? Berichten Sie, dass Scout mir in Sicherheit ist. Ja, und den Schlüssel für dieses Fahrzeug sollten wir eigentlich auch noch finden. Ich habe keine Ahnung wo. Dann steht es doch auf, oder? Na, hier müssen wir anscheinend drüber. Kleine Rampe. Hüpf. So, und ich denke mal, da hinten ist ein Eingang. Da scheint ja die Polizeistation zu sein. Und da schießt der Wahnsinnige, der sich im Polizeigebäude befindet, noch um sich. So, die können wir jetzt mal eben lautlos killen. Sehr schön. Du schießt natürlich auch auf. Na, dann komm du erstmal her. Na, natürlich kommen wieder zwei auf einmal. Ich hasse das. Du bist ziemlich schnell. So, Rückwärtsbewegung und heftiger Schlag. Aber wenn man das gut koordiniert, dann geht das wohl. Aber man muss halt aufpassen, dass man keine anderen anlockt. Was machen die denn da hinten? Egal. Möchte ich gar nicht wissen. Der da läuft einfach gegen die Wand. Beziehungsweise die da. Da, da, da. Die da, die da, die da. Nicht die da Bullen. Weil ist das eine Ex-Geliebte. Irona Pot. Schönes Leben noch. Ach, und da kommt auch schon Nadja Abdel-Farag. Mit einer etwas weißeren Hautfarbe als früher. So, haben wir hier noch irgendwas Verstecktes? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal in das Polizeigebäude. Merle, wo bist du? Suchen Sie nach Hinweisen. Okay. Aber wie kommt der denn bloß darauf, dass Merle hier in der Polizeistation ist? Hey Merle! Er scheint auf jeden Fall hier zu sein. Das war jetzt keiner hinter mir, ne? Denke ich jedes Mal. Bist du etwa da drin? Ja, komm du erstmal hierher. Und tschüss. So. Oh, jetzt scheint noch einer zu sein. Ist bloß die Frage, wo? Da! Was ist das? Aktion! Wunderbar! Komm mal her, Arschloch! Ach, du bleibst doch jetzt nicht wirklich an der Schranktür da hängen, oder? Du intelligentes Wesen. Okay, intelligente Wesen können es auch gar nicht sein, wenn das Gehirn wirklich tot ist. Das Einzige, was die Viecher am Leben hält, ist der Instinkt. Der Instinkt zum Fressen. Nicht zum zum Töten eigentlich auch, ja. Wenn man das denn so genau nehmen will, möchte. Mich irritiert. Da ist auch noch einer. Kann ich den hier... Oh, wo ist der König der Monster, ja. Komm, hau doch zu, meine Fresse. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Komm, hau drauf. Und nochmal. Oh, und noch einmal, meine Fresse. Wie viele Rationen ich hier verschwenden muss, das geht mir auf den Sack. Aber Hauptsache überlebt. So, Merle, wo bist du? Ich hoffe, dass der uns da mal zumindest begleitet. Das ist auch einer der Schwachpunkte, die ich finde von dem Spiel bislang, dass uns die ganzen Begleiter nicht wirklich begleiten können. Finde ich ein bisschen schade, dass wir zum Beispiel jetzt mit dem Jimmy hier um die Häuser ziehen. Ja? Und wo ist der denn jetzt hingelatscht? Hier in das Office. Where are you, my friend? Da bist du. Hast du ein bisschen Lektüre reingezogen, oder was? Pistolenmunition ist gut. Schrotflintenmuni kann auch nicht schaden. Ja, Polizeistationen sollten natürlich normalerweise immer gut und reichlich an Munition haben. Kennt man ja aus der TV-Serie. So, was haben wir hier noch?
Stehst du auf? Nö. Hier haben wir nichts. Ein bisschen Munition noch? Ja, noch mehr Schrotflinte. Die wir jetzt natürlich nicht bei uns tragen. Ja, wo versteckt sich der gute Merle? Ist die Frage, ob er sich überhaupt versteckt oder sich da gerade mit einer ganzen Herde anlegt. Ich gucke jedes Mal nach hinten, wenn ich einen Beißer höre. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Da läuft einer. Hier machen wir mal ganz kurz zu. Ich werde erstmal hier dieses Gebiet cleanen. Das ist Munition. Noch mehr Schrotflinten Munition. Jede Menge hier. Komm mal her. In your face und tschüss. So, gucken wir hier mal weiter. Erstmal in den Zellen. So. So, Merle, wo bist du? Hier scheint er nicht zu sein. Durchsuche die Station weiter. Hier schien er gewesen zu sein. Das war seine Zelle. Hat es ja schön eingerichtet hier. Luxuskabine. Naja, sofern man in einem Gefängnis von einer Luxuskabine sprechen kann. Was ist jetzt unser genaues Ziel? Durchsuchen Sie die Station weiter nach mir. Na toll. Wow, wo kommst du denn her? Hi, my friend. Der zufällig gespawnt ist. So, können wir hier durch? Ja, könnten wir. Oh, so viele Türen, die wir immer abklappern können. Das sieht optional aus, wenn die dann nicht versperrt ist oder sich überhaupt öffnen lässt. Gucken wir erstmal hier. Hier scheint noch ein Außenbüro zu sein. Finden wir hier noch irgendwo was? Wir haben auch noch keine oder kein Sammlerstück gefunden. Noch ein Leuchtfeuer. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal alle Räume immer durchzuchecken. Aber die Sammlerstücke scheinen wirklich gut versteckt zu sein. Ich mache auch natürlich kein 100% One, kann ich jetzt auch schon überhaupt nicht mehr machen. Sondern will das Spiel natürlich auch ein bisschen genießen. Stehst du noch auf? You don't say! So, haben wir hier noch irgendwo was? Nee. Hätte man natürlich da noch gut was verstecken können. Und wer hat denn hier ein bisschen viel geblutet? Machst du das etwa? Da hatte jemand wohl seine Tage. Ach, du warst das bestimmt. Mein Bruder, der beschissene Psychoschütze. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hier ist gesperrt. Ja, meine Vermutung wird, glaube ich, richtig sein, dass der verrückte Schütze da oben ist. Ja, und da scheint jetzt ein Story-Dingens zu kommen, oder? No, you're never gonna take me back there. Oh, come on, Merle. It's me, Merle. What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry. That's what you're doing. Damn it, Merle. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Ah, hi Merle, das muss man people Begrüßung. Lock me up for days in the dark with all them abominations. But looky who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun, and the booze, and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. Ja, deine Haut sieht nicht ganz gesund aus. Established my little sniper's nest right here. And then I commenced to send them soldiers up. Hacking. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. Don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. Ja, ich glaube, die haben größere Probleme. Jakes, and that's where you're gonna take me. Come on. Let's go. You ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. Was mit ihm denn los, Alter?
Der hat wirklich einen Hitzeschlag, glaube ich, bekommen. Aber ist die Mission jetzt vorbei? Eigentlich hätte ich dann... Scheiße. Na doch, mir Parker ist der Gruppe doch beigetreten, das finde ich gut. Aber eigentlich hätten wir dann noch Scout. Oder dieser Anna da eben Bescheid sagen können. Verdammt, hätte ich doch zuerst wieder zurück zum Restaurant da gehen sollen. Na gut, verstorben, verdammt. Jimmy ist nie zurückgekommen. Waffe verloren, das Repetiergewehr, na toll. Gut. Hätten wir ihm doch noch eine Ration geben sollen. Aber damit müssen wir jetzt leben. Immerhin ist Mia Parker jetzt der Gruppe dafür beigetreten. Ich bin gespannt, wir haben ja noch kein Fahrzeug, oder? Wir sind ja immer noch in der Stadt, oder? Ich werde gleich einen Cut machen, aber ich werde noch mal kurz gucken, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind doch immer noch... Ja, sieht so aus, wir sind immer noch hier... in Fontana. Bereit zum Vorfahren, oder auch nicht. Wir wollen jetzt doch weiterfahren. Aktuell der Offroad-Truck, den benutzen wir also immer noch. Inventarplätze 10. Merle kommt automatisch mit, das ist klar. Und die gute Mia nehmen wir dann natürlich auch noch mit. Inventar. Fallen lassen tun wir nichts. Wer ist denn sie? Haben wir noch irgendwie weitere Infos? Sieht nicht so aus. Alter 25, Beschäftigung Flugsanitäterin, okay. 100 Lebenspunkte, Eigenschaften bevorzugt Schrotflinten. Ist leichtsinnig, das ist glaube ich weniger gut. Aber gut, wir haben ja keine andere, die wir sonst mitnehmen können anscheinend. Auch kein anderes Fahrzeug, da haben wir die Schlüssel nicht gefunden. Und auch nicht Bescheid gesagt, dass wir Mia gefunden haben. Aber es war alles ein bisschen zu schnell, zu voreilig gehandelt von mir, schade. Aber müssen wir jetzt mitleben. Und wir müssen sofort fahren zur nächsten Route, zur nächsten Stadt oder Ort, was es auch immer ist, nämlich Cleburne. Tageszeit Nacht. Eine Forschungsgruppe der Regierung erhielt den Betrieb im Memorial Hospital in Cleburne durch militärischen Schutz aufrecht, als andere Einrichtungen bereits zusammengebrochen waren. Also scheint es zumindest sicherer gewesen zu sein. Ob das jetzt noch der Fall sein wird, wissen wir natürlich nicht. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead Survival Instinct.